Oder irgendwann die Insel. Ja, es ist doch größer, als man denkt. Da hinten, oder? Aha. Flup. Angelegt. Es sollte echt mal eine Auflockern einsetzen. Das könnte helfen. Ich würde halt trotzdem Ist da ein wahrscheinlich. Engeltor drin? Vielleicht. Ich würde vielleicht trotzdem gucken, ob man nochmal jedes Feld am Ende abfährt. Gerade wenn am Ende noch was fehlt. Aber erstmal kann man ja dem Ziel hier folgen. Oh je, ist ja richtig unheimlich hier. Bilde ich mir das nur ein oder starrt uns der Riesenschädel dort irgendwie an? Gebt der Furcht nicht nach. Ihr müsst diese Insel erkunden. Ich will ihre Geheimnisse erfahren. Dieser Captain Toad müsste ja eigentlich von der Art und Weise, wie er redet, genau unter die Kategorie Charaktere fallen, die du nicht ausstehen kannst. Nee, der ist noch stylisch. Ach so. Der redet nicht über Kunst. Das ist ja das Problem. Über Kunst reden ist langweilig. Und der jetzt wieder runter? Nee, der hat nur angetäuscht. Okay. So. Ist noch was an neues Zubehör? Der Münzschrittzähler. Okay. Aha, okay. Aber das nehmen wir auf jeden Fall hier schon mal mit. Wollt ihr euch beides kaufen oder nicht? Hast ja gerade genug Geld. Ah ja. Also man denkt immer, man bekommt in diesem Spiel so unmenschlich viel Geld, aber wenn man die ganzen Extras kaufen möchte, wahrscheinlich bekomme ich dann für 10.000 Schritte einfach Geld. Das wäre im echten Leben sehr praktisch, dann wäre Gracie schon reich. Direkt mal ausrüsten. Ja. Dann haben wir hier schon mal das. Da können wir mal die unsichtbaren Blöcke wieder anmachen. Und nehme die Rabattkarte so lange raus. Und dann werde ich sie eh wieder vergessen. Und dann meckern alle wieder. Ja. Svenja, du hast die Rabattkarte schon wieder vergessen. Ich Gibt's hier auch weiß. Tos? Moment. Ja. Gibt alles wieder. Aber nicht so viele Löcher scheinbar, wenn ich schon 60% habe. Wahrscheinlich nur die hier draußen. Woher das da oben? Ist das ein Loch oder ist es Weiß ich nicht, aber normal? ich bin zu klein. Ist hier nichts Neues. Ui. Aber freut mich, wenn der Stream. Geht's weg! Also nicht ihr. Wenn der Stream entspannend ist. Kannst du hier voll runter? So soll's ja auch sein. Nein. Ach ja, das ist dieser Blockendverstecker im Labor gab es ja auch noch. Ja. Den haben wir irgendwie gekonnt ignoriert. Ja gut, schon alle Blöcke gefunden. Und alle Löcher. Und ein Kaffee. Dann gönnen wir uns doch erstmal ein kleines Päuschen. Willkommen, immer rein in die gute Stube. Bitte ignorieren Sie die Meerschweinchengeräusche. Willkommen im Café Klickerklack. Was darf's sein? Dann gönnen wir uns doch mal was. Wo liegt das Problem, Mario? Magst du den Löffel Löffel nicht? Willst du meinen? Der Kaffee hier ist total lecker, lecker. Ich darf darum bitten, nicht auf dem Löffel zu kauen. Ist mit dem da alles in Ordnung? Er liegt schon eine Weile so herum. Sein Kaffee ist bestimmt schon eiskalt. Hey, lass ihn in Ruhe. Er war die ganze Nacht auf Patrouille. Er ist mächtig erschöpft. Die Nachtschicht? Das ist hart. Dann soll er schlafen. Ich mache ihm wieder noch einen Kaffee. Es ist noch nicht 18 Uhr. Ja. Ich meine, ich liebe das, dass die Meerschweinchen jetzt quasi neben uns direkt wohnen. Quasi im gleichen Raum, wo wir uns auch größtenteils aufhalten. Es ist einfach schön. Man sieht sie immer, man hört sie immer. Ne? Aber auf der anderen Seite
Ich weiß, Mirikwieken ist süß, aber wenn man davon teilweise gefühlt im Stream übertönt wird, obwohl es noch gar nicht Fütterungszeit ist, ist es manchmal schon so ein bisschen not like this. Ja. Aber da müssen wir mit leben, es ist jetzt einfach so. Kann ich damit irgendwas machen? Merken einfach. Also draufspringen soll ich schon mal nicht. Oh. Also für mich hört sich das Merry-Quieken teilweise lauter an als meine eigene Stimme. Lustigerweise. Hast du das gemerkt? Gut. Ganz oben noch entlang gehen. Stimmt. Und dann komme ich auch auf die andere Seite. Hallo. Du hast mich gerettet. Dafür zeige ich dir einen versunkenen Schatz. Ich bin zu voll, ihn zu holen. Das fühlt sich langsam wirklich an wie Wind Waker. Ja. In Before, wenn du irgendwann weiterspielen willst, du musst jetzt erstmal ein paar Triforce-Splitter sammeln. Aber die kann ich auch. Bearbeiten. Genau richtig. Ist die Tür Drin fast jetzt. noch was. Ah, da komme ich aber auch durch. Ah. Den kann ich leider nicht holen, hinten. Jam-Musik. Wobei, ich glaube, die halten echt was aus, oder? Springen wir den mal richtig hart auf die Birne. Wahrscheinlich ein bisschen Overkill, aber ja. Wer bezahlt eigentlich immer die ganzen Reisekosten für die ganzen Toads, die immer mitkommen müssen? Die selbst. Das sind deine Groupies, also müssen selber dafür bezahlen. Ach so. Was ist das jetzt hier? Der nächste Weg. Ah ja. Hast du eigentlich schon alles gefunden an Sachen? Schatzmini fehlt noch. Ja, mindestens eins. Ich würde behaupten, es ist wahrscheinlich davon in der Kiste. Stimmt, wahrscheinlich. Oder ist eine Falle? Nein, es ist das U-Boot. Hat sogar Arme. Stimmt. Ja, Sehr und schön. schon alles geholt auf der Insel. Aber das Schatzmini war ja auch geschenkt. Und alles andere auch. Schon. Dann gibt es wiederum so gewisse andere Gebiete, die sind dann richtig asozial. Hallo? Ewiglich glückselig sei, wer der Karo-Insel Kugeln 3 aus tiefsten Tiefen bringt herbei. Ewiglich glückselig? Was redet denn die Statue da? Ist ewiglich überhaupt ein Wort? Ich fand, was hast du? Als ob! War das Color in Splash? Color Splash oder in Sticker Star? Das war doch 100 Pro daran angelehnt. Wobei ich glaube, da haben wir nicht den Nebel weggemacht, sondern einfach Wellen gemacht für den einen Surfer-Toad. Es war in beiden. Im einen musstest du ihn selber wegmachen, weil er noch da war. Bei Color Splash, glaube ich, war im Hintergrund der
Für die Wellen. Aber ja, das war doch garantiert eine Anspielung an Color Splash Oder oder die Sticker Star. Musik. Du, 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 du. Das habe ich jetzt irgendwie nicht kommen gesehen. Wow, der Nebel ist restlos weg. Das war ja klasse. Sucht und ihr werdet finden. Sucht die ewige Glückseligkeit. Ui, wir sollen was suchen. Das klingt lustig. Wobei, eigentlich müssen wir ja der violetten Luftschlange folgen. Kümmern wir uns erstmal um die. Ich meine, er hat irgendwas von drei Kugeln gesagt. Guck mal, der Toad, der hat sich dazu gesellt. Ja. Ich bin sowas von schiffbrüchig. Das nervt. Ich warte die ganze Zeit nur darauf, gerettet zu werden. Von dir zum Beispiel. Ja, du könntest einfach mitkommen. So. Jetzt ist halt die Frage, ob wir quasi einfach im Zickzack fahren. Es klingt zwar ein bisschen langweilig, aber so könnte man zumindest alles einmal absuchen. Endlich ist der doofe Nebel weg. Jetzt können wir den ganzen weiten Ozean erkunden. Aha, und da sehe ich auch schon die Luftschlange. Folgen wir ihr, Mario. Mit guter Musik. Was? Ding Dong, Deng Dong? Nee, Ding Dong, Deng Dong, Entschuldigung. Ein neuer Motor für dein Schiff ist im Hafen von Toad Town verfügbar. Vielleicht bist du dann schneller unterwegs. Ha. Dann einmal schnell zum Hafen. Weil ansonsten könnte man halt vom Startpunkt aus einfach so ein bisschen, wie gesagt, im Zickzack einmal alles abfahren. Oder wäre das am schlausten, der Luftschlange erst zu folgen? Ja, nee. Erkunden! Wenn du schon so Dann. Mini-Open World hier kriegst. Ja. Und dann kannst du auch gleich zum Labor noch gehen, wenn du eh gerade hier bist. Gar nicht so viel Lust drauf, aber. So, willkommen bei Toads Stiefmobilhandel. Du glaubst gar nicht, was unser neuester Bootsmotor alles drauf hat. Er ist doppelt so flott, macht 10-mal so viel Spaß und ist 1 Million mal explosiver als andere Motoren. Ganz so, wie es dir gefällt, oder? Bis auf die Explosion. Danke für nichts. Das ist halt irgendwie bitter, weil wir halt gerade alles ausgegeben haben. Wo kommen wir jetzt schnell an Geld ran? Da geht drin nicht Geld rum. Aber ist das nicht auch normal, dass man auf der Insel quasi das dann mitnimmt und dann halt kein Geld mehr hat? Wo war denn das Labor? Die orangene Röhre hier links vom Shop. Ah ja. Man kann Sachen verkaufen. Kann ich gleich auch mal gucken. Ich finde halt meistens die Sachen aus dem Labor ziemlich unnütz, um ehrlich zu sein. Aber gut. Du hast wieder eine neue Erfindung. Aber ich sag mal so, ich habe hier sowieso meinen Item, um die Blöcke zu finden. Habe ich jetzt quasi nochmal den Easy Mode, dass die Blöcke automatisch gefunden werden, oder wie? Wahrscheinlich, dass er dir nochmal genau anzeigt, wo die sind. Wie halt mit dem Toadradar. Ja, gut. So, das kennen wir ja dann schon. Wie das Toadradar. Und dann schlägt das Gerät aus. Also kann man natürlich schon machen, wenn man Probleme hat, wirklich irgendwie einen Block zu finden. Aber an sich finde ich das mit der Glocke, die mir halt schon anzeigt, dass da überhaupt einer in der Nähe ist, doch ganz praktisch. Ja. Möchtest du das einmal machen? Du bist irgendwie mit dem Radar so ein kleines bisschen geschickter als ich. Aber hat er uns da nicht gerade schon angezeigt, dass da einer ist? Das hat man doch aber anhand des Bodens eh gesehen. Na nee, gut, es steht ein bisschen mehr hier. Ja, gut. Moment. Da unten und hier links. Und hier oben. In der Mitte?
Achso, wahrscheinlich da, wo die Blume fehlt? Nee. Auf dem Boden? Ah, Aha, genau okay. auf der Mitte. Und hier noch einer. Also ob das jetzt unbedingt so notwendig ist. Ja. Wahrscheinlich da oben, dass du da jetzt hoch kannst, über den Block. Ja. Batterie geht auch langsam leer, also ich würde da schon so schnell es geht wieder hochklettern, dass wir das nicht nochmal machen müssen. Jan! Ah, das ist gar nicht auf der gleichen Ebene, das sehe ich jetzt erst. Nein. Das sind einfach nur schräg voneinander entfernt. Nein. Das hat man super schlecht gesehen. Das war arschknapp. Weil ich finde, das sieht aus, als wäre der einfach nur schräg hinter dem. Deswegen bin ich immer da hinten gesprungen. Also für mich überhaupt nicht, aber kann schon verstehen, dass man das gegebenenfalls so sieht. Ich habe nur die Krise gekriegt, als du zum dritten Mal da runtergefallen bist und ich gesehen habe, wie die Batterie langsam leer ging und ich mir dachte, oh no, not again. Alles war echt knapp. Falls er doch explodiert, sag's nicht weiter. Yay. Muss deine Batterien potenziell wieder aufladen jetzt eigentlich? Sehr gemein. Vielleicht solltest du ein Hobby dir suchen. Ja, die anderen sind ein bisschen ausgeleert. Aber wir benutzen es ja sowieso eigentlich nie. Und ich glaube, das kostet Geld und Geld haben wir aktuell nicht. Ja. Wie kommen wir jetzt schnell an Geld ran? Gegebenenfalls ist das Geld im Haus jetzt respawnt, was ich nochmal holen kann. Die 300. Ja. Ansonsten kann ich aber Sachen verkaufen. Hier ist doch direkt der Shop. Oder kann ich hier nichts verkaufen? Bei dem anscheinend nicht. Hm. Woanders kann man verkaufen dann? Aber der, ich gehe eben noch mal ins Lager wegen den Münzen. Aber der Zubehörtaut sagt doch auch immer nur, ja, ich habe gerade nichts mehr und schick dich weg. Wo kann man denn überhaupt Sachen verkaufen? Ich kann mich daran erinnern, dass ich jemals irgendwas verkauft habe, um ehrlich zu sein. Geht das überhaupt? Aber die sind jetzt wahrscheinlich immer noch weg. Aber Ali hat gemeint, er hat Sachen verkaufen, aber ich konnte nichts verkaufen. Wo kriege ich dann Geld her? Du könntest hier nochmal wieder unten zur orangenen Röhre und wieder zurück. Also, weil dadurch das Gebiet wechselt, dann die 300 Münzen wieder respawnen. Ich habe mich jetzt auch voll drauf verlassen, weil er meinte, ja, ich habe Zeug verkauft. Um halt mir das leisten zu können. Dann dachte ich so, ja gut, dann mache ich das halt auch und dann geht es einfach nicht. Aber das wird jetzt auch eine ganze Weile dauern, wenn ich das so mache. Wie viel hast du gerade? Drei irgendwas? Drei, zwei. Das heißt, sechsmal müssen wir noch machen. Und das ist ja schon ein ganzes Stück hierhin. Ist halt schon nicht so die spannendste Tätigkeit. Aber das ist auch so gemein, dass du dann mit deinem Geld, was ja auch nicht wenig war, auf diese Insel fährst, dann bieten die da richtig coole Sachen an. Vielleicht habe ich hier irgendwann mal 10.000 Schritte voll und kriege meine Geldbelohnung. Kannst du eigentlich sehen, wie viel du hast, wenn du das Ding anklickst? Nö. 960. Ich glaube, das können wir uns
beklemmen. Vielleicht also gegen Ende des Projekts. Ja, wie gesagt, du fährst auf diese Insel und wir hatten ja eigentlich doch gut was an Geld. 25.000. Und natürlich, wenn dir da die Sachen angeboten werden, die ja doch ganz cool sind und auch generell einfach so, willst du die natürlich auch mitnehmen. Mhm. Und dann kommst du zurück. Ja, also wir hätten dann gerne nochmal 5.000 Münzen. Das ist schon gemein. Ich meine, wir könnten natürlich auch so einfach weitermachen und dann auf der Hohen See weiter gucken, dass wir da noch mehr Geld einsammeln. Na? Und by the way, ihr müsst jetzt auch nicht alle in den Chat schreiben, ja, ich hatte keinen Geldmangel. Ja, ich bin genauso weit wie ihr, aber ich habe genug Geld dafür. Ja, also ich habe da nie Probleme gehabt. Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Ich meine, es ist schön, wenn ihr genug Geld dafür hattet, aber davon habe ich jetzt nicht mehr Geld im Spiel. Also, das hilft mir halt nicht. Ich meine, wie gesagt, das ist schön für euch, wenn ihr keine Geldprobleme hattet in dem Spiel, dann habt ihr wahrscheinlich einfach anders gehaushaltet oder anders gespielt, aber wie gesagt, mir persönlich hilft es jetzt nicht. Nee, leider nicht. Außer ihr subbt, dann hilft uns das schon. Dann ist nämlich Svenja glücklicher und dadurch ist sie motivierter, das weiterzumachen, bevor sie den Controller vor Ärgernis an mich abgibt. Ach so. Das ist jetzt nicht auf das von gerade bezogen, ne? Aber es ist halt genauso wie, wenn man einen Bosskampf macht im Stream und den irgendwie nicht schafft oder Probleme hatte oder sonst irgendwas. Und dann kommt jemand im Chat, ja, also ich habe den ohne Probleme unterlevelt in 2 Minuten gefirst-tried. Und ich denke mir so, das ist schön für dich, aber davon wird mein Bosserlebnis jetzt nicht irgendwie besser. Ne? Oder auch immer wieder wunderschön. Ja, hier, ich bin an dem Tag dafür das Zuschauertreffen. Ja, ich nicht. Ja! Das war früher auch immer geil, als ich immer noch Videos hochgeladen habe, so von, also, als ich noch Let's Plays gemacht habe und Infovideos gemacht habe und dann auch für die Gamescom immer Ankündigungsvideos gemacht habe, so, hey, wir sind auf der Gamescom und machen da ein Zuschauertreffen am, keine Ahnung, Samstag oder so, um 15 Uhr, I don't know. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr da hinkommen könnt, damit ich mich drauf einstellen kann, wer dann anwesend sein wird und so. Und dann, die ersten Kommentare unter dem Video waren grundsätzlich immer, ja, ich kann nicht kommen, ich bin nicht da. Ich habe irgendwann sogar extra gesagt, schreibt mir bitte nicht, wenn ihr nicht kommen könnt, weil das hilft mir nicht und die Leute haben es trotzdem gemacht. Kateba, danke schön, dass du einen Sub an die Community verschenkt hast. Super lieb von dir. Und Celast, danke schön für 17 Monate Treue. Was gegen den Geldmangel? Ja, guck mal, ich bin schon fast auf 5.000 Münzen. Das hat bestimmt geholfen. Ja, oder auch so auf Amazon oder so. Wenn dann Leute Rezensionen schreiben. Ja, ich habe das Ding nicht für mich gekauft. Ich kann es nicht bewerten. Hier meine Bewertung. Hä? Wobei es auch immer so ein bisschen drauf ankommt, wie man das, glaube ich, verpackt. Ne? Also wenn man jetzt, um auf das Boss-Beispiel von gerade noch mal zu sprechen zu kommen, einfach nur wirklich lieb und nett und sachlich seine Erfahrung schildert nach dem Motto, hey, der Boss ist schon knackig, ich kann voll verstehen, dass man da Probleme hatte. Ich hatte eben das Glück, dass ich gut vorbereitet war für den Kampf und deswegen ging es bei mir. Ist es halt was anderes als, ich weiß nicht, was du hast, ich habe den gefirst-tried. So, ich habe jetzt genug, oder? Mhm. Also, der Ton macht die Musik. So, und jetzt hätte ich gerne meinen Motor. Ja. Jetzt bin ich ziemlich pleite. Passt, wackelt und hat Luft. Die trockene Seite nach oben. Du hast die Höchstgeschwindigkeit meines Schiffs verdoppelt. Das ist zwar etwas beängstigend, aber auch total aufregend. Viel zu gut, Waker Man. Ja. So. Ja. Manche Menschen sind echt weird bei Rezensionen, das stimmt. Ich habe das auch oft bei Spielen, die nur auf Englisch sind, gelesen.
ein von 10 Sterne, weil es Englisch und ich kann kein Englisch. Wo ich mir so denke. Okay. Das ist sein Argument. Mhm. Dann fahre ich jetzt so ein bisschen im Zickzack. Mhm. Und wir gucken einfach mal. Yo! Cool. Einfach Gegner weghauen. Da habe ich was gefunden. Eine viereckige Insel. Oh, ich glaube, es ist der. Ist es der Typ? Ist es Captain Toad? Ist es der Skipper? Ist es. Ich habe keine Ahnung. Captain Toad. Aber ja, welche Mysterium werden uns dort wohl erwarten? Das ist aber voll cool, weil, da hatten wir, glaube ich, auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen, dass jedes Kapitel irgendwie so ein bisschen anders ist. Das erste ist so ganz typisch, basic, du kommst von A nach B nach C, hast deine Hubwelt mit drin. Shogunland fand ich halt schon ein bisschen offener, weil du halt so ein bisschen gucken konntest, was du in welcher Reihenfolge machen möchtest. Dann jetzt die Wüste war ja wirklich sehr offen mit sehr vielen Gebieten. Und hier ist es irgendwie gefühlt noch offener. Also jedes Kapitel wird irgendwie mehr Open World, habe ich so das Gefühl. Steigert man das im nächsten. Ja, und du kannst immer mehr erkunden. So wie hier hast du ja auch komplette Freiheit darüber, was du machen möchtest und was du erkunden möchtest. Das ist richtig cool gemacht. Insel der Kämpfe, Revanche-Insel. Hier durch, dann geht's zur Sache. Mhm. Ist das zufälligerweise so eine Insel, wo du Boss-Rematches machen kannst? Einfach mal rein und gucken. Willkommen, Krieger der Wellen. Auf dieser Insel erwarten dich 7 mächtige Papp-Macho-Gegner. Na gut, doch keine Boss-Rematches. Wobei die Boss-Rematches waren ja, glaube ich, in dem Labor in Toad Town, ne? Mhm. Stimmt. Wenn du sie besiegst, sollst du belohnt werden. Für jeden Sieg erhältst du mehr und mehr Münzen. Du, Geld. Fallen jedoch deine Kraftpunkte auf 0. Game over, du verlierst die Runde und alles Erkämpfte. Der Einsatz von Pilzen ist verboten. Überleg dir gut, ob du nach einem Sieg weiterkämpfen willst oder nicht. Ich werde gar nicht gefragt, okay. Du bist doch reingegangen, damit wolltest du kämpfen. Ich guck mal, ich kann nach jeder Runde aufhören. Runde 1, der stampfende... Schrecken. Okay.